Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem True Farming Kanal von mir, dem lieben Yannick, Fiedeljub, ihr wisst Bescheid. Ja, ich bin gerade mal auf dem Weg ins Städtchen. Ich habe eine Kleinigkeit vor. Ich möchte nämlich gerne ein neues Fahrzeug kaufen. Und da müssen wir natürlich zu unserem Händler. Der wird in wenigen Minuten aufmachen. Deswegen sind wir da auch direkt mal auf dem auf dem Weg hin. Keiner gesehen. Meine lieben Damen und Herren, wie geht's euch? Ich hoffe doch gut. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt. Und oder vielleicht ja, weiß ich nicht. Also ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt. Die, die es nicht hatten oder wo es ein bisschen stressig war. Ich hoffe, ich kann euch dabei helfen, aus diesem Tag dann doch noch einen wunderschönen Abend zu machen, zumindest. Mit diesem kleinen Video hier. Und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Können wir gleich mit dem Händler? Ich möchte nämlich einen LKW kaufen. Einen LKW und eine Mulde. Ich meine, wir haben jetzt oben, haben wir was stehen. Von Volvo und die, oh Gottes Willen, ist jetzt laggy. Und dem Volvo und die Mulde von Brody, die Frau. Und genau die gleiche Kombi möchte ich kaufen, weil die Kombi, die da oben steht, ist natürlich nur ausgeliehen von Volvo zur Präsentation. Für den kleinen Einweihungsmarkt, Feier, Gedöns, was wir da hatten. Deswegen können wir das jetzt mal ein bisschen vergrößern, weil die Fahrzeuge gefallen mir und ich gerne ab. Ich denke mal, das wäre nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen was zum Liefern haben. Oder sonst irgendwas. Vielleicht. Ja. Eduard ist gerade am Telefonieren, deswegen können wir da gerade nicht reinplatzen. Ah, moin, Jupp. Moin. Moin. Ah, wie geht es so? Ja, soweit. Ah, das ist ja schon mal ganz gut. Ich habe gerade mit dem Kremsbacher telefoniert, vom Anton. Ach was, echt? Ja, der wollte eine Zuckerrübenmaschine haben, hier die Krimmel hier vorne. Oh, warte mal. Den? Naja. Hat die geliehen. Ja, aber die macht doch damit keine Zuckerrüben. Ach, kein Zuckerrohr. Zuckerrüben, Ach, kein Rüben. Rohr. Ja, das andere Zuckerrohr ist das hier. Ach, das, ja, okay, ja, genau Die das. hat der Olli bestellt. Ach, was, echt? Habe ich für den besorgt, ja. Diesmal mit Anhängerkupplung. Schnack dran. Ey, das sind ja Geräte, das ist ja der Wahnsinn. Ah, da kommt der Anton schon. Steinesammler, okay. Steinesammler. Warum kommt die denn nicht zu dir? Ist schon. Mahlzeit! Ach du grüne Neune, hallo! Hi! Juppie! Ja? Ich hab ihn gefunden. Nimmst du die Maschine gleich mit hoch? Nee. Warum?
Weil mein Auto da steht. Du fährst selber. Dann fahr du als Begleitfahrzeug hinterher, Jupp, oder so. Sonst weint der Wartlicker wiederum. Ach, der ist... Ach so. Der ist ja übergroß. Ja. Ja, das weiß ich auch, aber der ist für uns. Für deine Ernte. Der ist für uns, ist für dein Zuckerrübenfeld. Ah, jetzt wird Schuh draus. Ah, guck mal, der Kurt geantwortet hat. In Wurz Farm. Was hat er? Behalte mal deine Brötchen. Sind auch wie. Er hat sowas zum Aufsammeln. Oh nee. Ah, wunderbar. Guck mal, wenn man vom Teufel spricht, da kommt der Flüsterleise um die Ecke gefahren. Ja. Das Gerät ist schon klasse mit dem Elektromotor, muss ich sagen. Ne? Hört ja ist nicht schlecht, oder? Ist geil. Eduard, steckt der Schlüssel? Ja, gut. Ja, Schlüssel steckt. Kannst du mal anschmeißen, der Hobel. Eduard? Ja? Ach, die grünen Leute. Wie ist denn das Handy denn hier so laut? Ja, ehrlich, wer hat denn das Handy hier so laut? Keine Ahnung. Das ist ja der Wahnsinn. Meins auch, glaube ich, nicht. Meins auch nicht. Eduard? Ja, bitte? Ich wollte ganz gerne was bestellt haben. Ja? Jetzt ist ja gerade ein bisschen stressig. Soll ich später nochmal vorbeikommen? Weil so eilig habe ich es nicht. Ja, dann lass uns nachher mal telefonieren. Ja, ich glaube, ist besser, wo? Deswegen dann mach du erst mal hier in Ruhe. Und ich habe ja gerade erfahren, dass ich hier anscheinend eine Ernte machen muss. Also von daher. Ja. Moin, Kurt. Hallo, Kurt. Du könntest bei Gelegenheit mal den Drescher mitholen, wenn du Bock hast. Hier schön grün, wenn du noch Platz oben hast, für den hinzustellen. Ja, hab ich. Kann ich bei Gelegenheit mal abholen, ja klar. Wäre ganz cool. Das wäre ganz cool, weil hier unten stehen ja nur rum, ich brauch den hier. Ja, vor allem, ja, fehlt dir halt der Platz dann nur. Der ist auch nicht gerade klein. Ich habe jetzt ja schon mal ein paar Maschinen rausgeräumt, noch die schon nötigen standen. Nee, klar. Auf jeden Fall schon mal besser jetzt. Man kann sich wieder viel besser bewegen jetzt. Ja. Platz ist. Nee, kann ich dann auf jeden Fall mal machen. Alles klar, cool. Aber gut, ja, dann helfe ich mal den Anton nach da oben hinzukommen. Wie gesagt, fahr am besten als Begleitfahrzeug oder so. Ja, ich. Besser ist besser. Versuch vorher zu fahren. Wird alles klar. Du, Anton. Ja. Alles klar. Das Ding ist leider nichts. Warum? Ach, das ist total kaputt und da hast du nur Probleme mit. Komm, ich mach dir ein gutes Angebot, gib dir 10.000, dann nehme ich das Ding mit und du hast keine Ärger mehr damit. Was hältst du davon? Das Ding ist frisch vom Werk. Ah, das. Trotzdem, das macht nur Probleme. Also, ich dachte jetzt, du wolltest ihm für 10.000 die Zuckerrüben aus dem Boden stechen. Oder so. Das wäre ein gutes Angebot, ja? Ja. Mit der Hand. Ja. Ja. Und mit der Schubkarre. Ehrlich. Ehrlich. So, Sommer? Ja, dann fahren wir. Alles klar. Ich bin gespannt. Viel Spaß, Jungs. Tschüss. Ciao. Jupp, du hast einen sexy Hintern. Ich weiß, danke. Bitte. Moin, Eduard. Moin, moin. Gehen wir mal grad. Jupp, willst du vorfahren oder soll ich vorfahren? Wer hat denn so einen lauten Klingelton hier? Moment, warte, ich komme mal eben. Ja, hallo? Schönen guten Tag. Spreche ich mit dem Landhandel? Ja, richtig. Schönen guten Tag, Peter Lauringer mein Name. Ich rufe an vom Lauringerhof. Und zwar wollte ich mal fragen, was es gibt so für ein Liter Milch. Was es gibt für ein Liter Milch? Genau. Das ist jetzt das kleine Problem. Ich habe nichts zum Lagern für einen Liter Milch. Also einen Liter Milch kriege ich vielleicht noch im Kühlschrank, ja, aber... Nee, Liter nicht, Entschuldigung. Da habe ich 3 Nullen vergessen. Ich meine 1000 Liter. Die Frage ist, ich weiß nicht, wohin damit. Das ist das Problem. Moment, ich müsste mal eben gucken... Na, mir denn ja nicht fallen, weil Städten irgendeine Produktion, die es abnimmt. Oh, Jupp, die haben Telefon bei dir, der schreit aber. Ja, ich hab's ja auch auf laut, Mensch. Okay.
Ich muss. Mein Handy. Machen Sie ganz ruhig. Jo, kannst du mal runtergehen? Da kommt ein dicker Tieflader. Oh, ja. Ein bisschen Platz machen. Also mal grob zur Info, ich hätte zu 11.895. Moment, wie ist das denn? Das Problem ist, ich muss die halt irgendwann mal löskriegen, weil wenn die jetzt hier noch weiter in dem Tank rumgeuert, das ist das Binder nicht. Die muss weg, muss die. Ja, das ist mir wohl bewusst, ja. Das darf sie nämlich halt, auch nicht man, sein. Ich frage Sie als Landhandel, kennen Sie sich eigentlich auch hier mit Viehzeug aus? Du, Jupp, ich fahr schon mal vor, ja. Ja, mach das. Es kommt drauf an, mit was für Viehzeug? Mit Angus-Rindern? Was wollen Sie davon wissen? Ja, das Problem ist, mein Angus-Bild hat nur noch 27. Ich habe den vom. Der Tierarzt hat gesagt, der hat nur noch keine Geschlechtsreife mehr. Möchte ich den dann neu machen? Neu holen oder was? Oder austauschen? Ich wollte sagen, wollen Sie den neu mal? Wollen Sie mit dem Schraubenschlüssel drunter gehen und ihm was anschrauben, oder? Na, weiß ich doch nicht. Der muss den schlachten. Ja, gut, das ist wohl klar, ja. Der ist erst 5 Monate alt. Kann doch vielleicht daran liegen. Das auf jeden Fall, ja. Also da lassen Sie ihn ruhig noch ein bisschen wachsen. Meine Holstein-Rinder, gut, die sind erst einen Monat alt, ey. Das kommt eigentlich mit der Zeit. Manches braucht ein bisschen länger, manches nicht so. Ich könnte höchstens nur auf die Molkerei verweisen. Haben Sie da eine Telefonnummer? Oder eine Person, wo ich mich melden kann? Tatsächlich nein. Also mit der Molkerei hatte ich jetzt so an sich noch nichts zu tun. Das Problem ist, wir haben halt eben noch niemanden hier in der Stadt, der, sag ich jetzt mal, mit der Milch direkt was anfangen kann. Kennen Sie denn im Ort, sag ich mal, einen Bauern, der auch sowas hat? So? Tatsächlich nicht, nein. Also es gibt keinen in Waldstätten, der Viehzucht hat? Ich bin mir nicht ganz... Nee, ich glaube tatsächlich aktuell noch nicht, nein. Okay. Das ist also aber schlecht. Ich wüsste es tatsächlich nicht. Moment, ich könnte aber mal... Augenblick mal... Wir könnten vielleicht mal bei der Bäckerin fragen. Bei der Bäckerin? Ja. Kennen Sie da einen Namen? Ja, das ist die, Moment, Frau Elisabeth Krohn. Ja, Frau Krohn. Das ist ein bisschen ja, auf jeden Fall. Die könnte von Milch gebrauchen, oder was? Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Milch braucht, weil ist da schließlich Bäckerei. Ich glaube, die macht halt eben auch für ihre Kuchen und sowas alles, Sahne und sowas alles, macht sie alles selber. Und Quark und sowas. Ne? Ja, ganz genau. Ja, das wäre jetzt so das Einzige. Ansonsten halt, wie gesagt, nur die Molkerei, aber da habe ich jetzt so direkt keinen Bezug zu. Ja, wie gesagt, es geht mir nur darum, ich muss viel Schluss werden, weil sonst werden die noch schlecht. Das ist definitiv nicht verständlich. Ich werde mal gucken in Zukunft, was ich machen kann, ob man bei uns am Landhandel da irgendwie ein Kühllager oder sowas für einen kleinen Zwischenhalt, sag ich mal, machen kann, von wo aus man das verteilen kann. Oder es kommt anschließend ins Gewerbegebiet irgendwas hin. Das kann natürlich auch sein, aber das dauert halt noch ein bisschen. Wie gesagt, ich habe es jetzt genommen, weil Sie halt so der erste Anlaufstelle sind. Ich meine, Landhandel, klar, hat nicht unbedingt irgendwas, ist ja keine Molkerei, aber ich sag mal, da ist irgendeine Anlaufstelle, weil solange es halt noch keine Molkerei gibt und ich keine Telefon habe, wo ich mich da melden kann, dann muss ich halt bei Ihnen anrufen. Ne? Ja, das ist verständlich, ist ja auch alles richtig und höchstwahrscheinlich haben wir ja auch eine Lösung gefunden, deswegen, also... Also gut, ich würde da einfach mal nachfragen. Ich denke mal, die kann das irgendwie gebrauchen. Gut, alles klar. Danke. Ja, bitte sehr. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, Mensch. Um Milch, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, Mensch. Oh, was könnte man denn da... Das ist doch was für die Gewerkschaft, oder? Für die Genossenschaft, für die Holding.
gar nicht mal so eine schlechte Idee. So. Jetzt müssen wir mal einmal. Ach, die grüne 9, was ist denn? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hä? Ach, die grüne 9. Hallo. Hallo, moin. Kann man irgendwie helfen? Gab's Probleme? Der Eckel fährt nicht mehr. Wie jetzt? Der ist kaputt. Der ist um die Ecke gefahren, zack, ging nichts mehr. Nee, echt? Stehen geblieben, ja. Ja, jetzt versucht der Kurios gerade irgendwie den Ostwind zu erreichen, dass der hier mit dem Schlepper vorbeikommt, mit dem Dolly, dass wir das irgendwie hinkriegen, dann wegzuschieben. Ach, die grüne 9. Ja. Was war das denn? Keine Ahnung, was Komisches. So leise. Naja, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir den Kahn wieder ausgebaut kriegen, dass wir den Ecke irgendwie wegkriegen und dann. What? Was ist denn? Also... Und der ist gerade neu, ne? Der ist noch nicht alt. Der LKW jetzt? Ja. Der Tieflader? Da ist nichts dran. Weil der hätte mal gerade bei 2,9 Stunden. Ja, der ist wirklich laufen. Ja. Hallo! Wollen wir ihn fragen, alles gut? Da war eine Panne. Nee. Oh, eine Panne, soll ich irgendwie helfen? Mm. Wenn du drunter passt und die Kardanwelle ausbauen kannst. Kabelbinder ausbauen? Die Kardanwelle. Die Antriebswelle quasi. Nee. Ja, also hier. Ja, noch also, ein Vorteil von Elektronik. Also zischen tut nichts, also an der Bremsanlage kannst du jetzt so nicht liegen, denke ich. Tschüss! Ciao. Ja, tschüss. Ja, keine Ahnung, wo es liegt. Also Druck auf dem Kessel wird ja wohl noch sein, oder? Ich meine, das fällt ja auch. Das kam halt aus dem Motorraum, gerade hat einmal gequalmt, dann hat einmal komische Geräusche gemacht. Ach was? Und dann stand ich hier. Ach du grüne Neune. Ja, aber Ostwin ist ja gerade irgendwie mit dem Wartlinger am Machen, der versucht immer was aufzutreiben. Motorraum? Ist natürlich auch die beschissenste Stelle hier überhaupt. Ja, so blöd, in der Kurve halt direkt, oder? Aber gut, kann man jetzt so nichts dran machen. Dann sind schon wieder Kosten, ey. Alter. Jedem, der hier steht, sind ja Kosten. Katastrophe. Ich hab grad schon ein Gespräch mit dem Bürgermeister, mit dem Geld. Oh. Bitte das. Ihr habt aber jetzt nicht irgendwie Öl oder Waschwasser in Öl reingekippt oder so, oder? Also auch wenn so aussehen, aber das macht man nicht. Ich wollte es jetzt, also ich hab nicht damit gerechnet, aber ich wollte es nur abgeklärt haben. Ja, ist okay. Nee, unsere Maschinen gehen ja grundsätzlich zur Wartung immer zum Eduard. Ja, aber dem traue ich auch nicht zu, dass er sowas macht. Nee, der liebt die Fahrzeuge dafür zu sehr. Also den habe ich schon manchmal da in der Halle, also da habe ich mich gestern wieder umgedreht. So. Aber da der gerade neu ist, der Kenner, der haben wir auch gar nichts nachgefüllt, ne? Komisch. War nicht, dass der Turbo hochgegangen ist oder sowas. Kann ja sein, Material irgendwie Fehler oder sowas. Das kann ja alles sein. Montagsauto quasi. Ja. Montags-LKW. Ärgerlich, aber was will man machen? Aber gut, ja. Jungs, dann. Immer ja. Du musst nicht hier lang, ne? Oder du musst links lang, hoffe ich, ne? Ich muss links lang, ja. Okay. Aber wenn, dann wäre ich auch noch vorbeigekommen. Das wäre kein Problem gewesen. Wenn Grünstreifen wieder sanieren müssen hier, und ne? Ach ja, komm. Und einmal drüber fahren, weiß ich ja selber, das Gras kommt wieder hoch. Aber es hat geregnet, ne? Hier ist alles ein Matschig. Ja, gut, das stimmt natürlich. Da hast du mir nicht hier dran gedacht. Ja. Aber gut, Jungs, so, dann mach mich mal wieder. Wenn so ein Trömmelchen wie Jupp hier drin sitzt, dann zieht der auch schon eine Spur. Das ist schon ich zeig dir gleich Trömmelchen, mein kleines Trömmelchen da. Alles klar. Ich muss Ernte. Ja. Der Anton wartet auf mich. Ja, der kam auch schon vorbei hier gerade. Ja, ich hab's gerade noch gesehen, wie er weggefahren ist. Deswegen. Alles klar, ja. Macht's gut, wa? Gut, ja, bis dann. Und alles Gute. Ciao. Dankeschön. Oh Gott, die Sachen gibt's. Na gut, das ist natürlich ärgerlich, ne? Aber was will man machen? Ah, so. Jetzt muss ich zusehen, dass wir ernten können. Oh. Ah, ja, ich bin gar nicht so vorbereitet.
Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fahren wir zum Hof. Fahren wir zum Landhandel. Setzen wir uns in den Volvo rein. Hoffentlich passiert uns nicht dasselbe. Oh Gott. Nicht, dass das irgendwie bei allen so ist. Naja gut, das ist ja nicht meine, also von daher. Und dann sehen wir zu, dass wir da runter nach dem Anton kommen. Zuckerrüben runterkriegen. Haha, für unser schönes Schweinefutter. Ach, der Rotwild, der ist auch schon wieder im Wein am Vorbereiten. Oh, schön, das ist herrlich, das ist wirklich schön. Ah, sowas freut mich. Dieses richtige Leben hier. Uiuiui. Ui, ui. Oh, oh, oh. Ist auch ein bisschen hakelig hier, die Lenkung. Ach, naja. Ja? Hallo, Job. Anton. Hallo. Hier. Du, hör mal, ich bin schon auf deinem Feld. Ja, super, ich bin auch gleich da. Kommst du mit der anderen Rudermaschine oder bringst du erst einen Anhänger mit? Ich wollte erst einen Anhänger runterbringen. Jo, alles klar, wieder, ich hab schon angefangen. Okay. Alles klar, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Ciao. Tschüss. Oh Gott, jetzt wird's aber stressig hier. Mensch, Mensch, Mensch. Na gut, auf geht's. Ja. Lässt nicht so, Sjöpan. Ich will den unbedingt auch haben. Aber er braucht eine andere Farbe. Andere Farbe, andere Mulde. Also die Mulde bleibt die gleiche, aber die braucht auch eine andere Farbe. Oh, das wird herrlich. Das wird schön. Ja, hier ist Superrohr, ja klar. Ach, guck mal, da vorne fährt er. Oh, meine lieben Freunde. Wie es jetzt hier weitergeht, sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schaut ganz gerne bei allen anderen hier auf dem TrueFarming-Kanal vorbei. Der eine oder andere wird es schon gemerkt haben, wie der Anton zum Beispiel, ist nun auch live, also live genau, ist nun auch mit dabei, also im Video, ne? Also nimmt auf, unser lieber Sprungi. Genauso wie Niklas tatsächlich auch. Ich hoffe, bis dahin sind die Folgen aus. Und natürlich auch unsere liebe Marie, die sich jetzt auch durchgerungen hat, hier für euch aufzunehmen. Schaut ganz gerne bei denen vorbei. Natürlich auch bei Tino und Freezy und bei allen anderen, die sonst noch hier auf dem True Farming Kanal zu sehen sind. Immer wieder gerne reinschauen. Und ja, lasst ein Däumchen nach oben da, ein Abo natürlich auch. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.